Ode! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Odenwälder Feuerküche bzw. von dem Daniel. Und ihr seht, der Daniel ist nicht alleine, denn der Daniel ist mal wieder im Sauerland, wo die Vögel zwitschern und die zwitschern. Genau, es sieht zwar so aus, als wären wir in Dänemark quasi, aber nein, wir sind tatsächlich im Sauerland, ne? Richtig, das ist sehr facettenreich, was wir hier alles haben. Genau, und was machen wir natürlich hier? Wir machen heute etwas vom Grill und zwar ein Käse-Speck-Sandwich. Ja, und ich glaube, das wird großartig. Und wenn ihr wissen wollt, wie man dieses Rezept macht, dann bleibt ihr am besten dran und guckt es euch an. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und wieder ist eine Woche rum und wieder gibt's ein neues Video. Nur diesmal nicht aus dem Orevold, nein, sondern wie im Intro schon erwähnt, aus dem Sauerland. Ich hatte über Ostern ein bisschen frei und habe mir gedacht, komm, du musst mal jetzt hier raus, mal ein bisschen was anderes sehen. Da habe ich mir gedacht, komm, rufst du mal den Sebastian an, vielleicht hat er ja Zeit. Und ja, er hatte Zeit. Und natürlich grillen wir auch ein bisschen was für euch. Ich mache für euch heute ein Käse-Speck-Sandwich. Natürlich mit Käse und Speck und ein bisschen Zwiebeln, die ich jetzt in Streifen schneide. Und es kommt noch eine richtig schöne Zutat dazu. Ich weiß nicht, ob ihr damit jetzt rechnet. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr mit dieser Zutat, die jetzt gleich kommt, gerechnet habt. Und da wir im Sauerland sind, herrscht hier natürlich Hashtag Zwiebelliebe, liebe Freunde. Könnt ihr ja unten in die Kommentare ballern. Die Zwiebel habe ich jetzt in diese wunderbare Schüssel gegeben und hier ist die Spezialzutat und zwar ein wunderschöner Apfel und zwar ein Granny Smith Apfel. Warum habe ich gerade diese Sorte Apfel gewählt? Das liegt daran, dass dieser Apfel etwas säuerlich ist. Ein zu süßer Apfel würde hier nicht so gut funktionieren. Und da Sebastian und ich gerade parallel Videos machen, schalten wir mal kurz zum Sebastian runter. Der bereitet nämlich gerade ein schönes Fladenbrot mit Cevapcici und Kalbsbratwurst vor. Ja, das wird großartig, aber das verlinke ich euch dann unten in der Infobox oder hier oben, wenn der Sebastian das Video online hat. Und wenn ihr euren Apfel dann in wunderschöne Scheiben runtergeschnitten habt, müsst ihr natürlich auch das Kerngehäuse entfernen. Ich muss es so ein bisschen rausschneiden, denn ich hätte keinen Apfelkernausstecher. Wenn ihr natürlich so ein Gerät zu Hause habt, dann benutzt das natürlich im Vorfeld, bevor ihr die Scheiben runterschneidet. Dann müsst ihr euch die Arbeit nicht machen und das ganze Gehäuse so manuell rausschneiden. Und apropos rausschneiden, liebe Leute, ihr fragt euch jetzt bestimmt, ui, was sind denn das jetzt alles für Zutaten, was brauche ich alles dafür? Keine Panik auf der Titanic. Am Ende vom Video gibt es natürlich die genaue Zutatenliste. Könnt ihr euch abschreiben, screenshotten, das Tablet auf den Fotokopierer legen, den Bildschirm abfotografieren. Oder es schreibt wie immer jemand in die Kommentare, damit ihr euch das Ganze copy and pasten könnt. Und an denjenigen verteile ich jetzt ganz viel Liebe. Vielen Dank. Jetzt schnappe ich mir Speck und Apfel und Zwiebel und renne zum Grill rüber. Ich hoffe, ich grätsche dem Sebastian jetzt nicht in sein Video hinein. Den Grill, an dem ich jetzt arbeiten werde, den hat Sebastian schon mal vorbereitet und hat eine Plansche hineingegeben. Und die Plansche haben wir vorgeheizt und zwar auf mittlere Hitze, also nicht volle Pulle, denn ich möchte als erstes meinen Bacon anbraten. Wenn ihr von Anfang an zu viel Hitze drauf gebt, kann es durchaus passieren, dass der Bacon schwarz wird und dann wird er bitter und dann ist das ein bisschen ekelhaft. Deswegen mittlere Hitze einstellen, dann kann das Fett schön ausgelassen werden und dann wird alles gut. Wie viel Bacon ihr an dieser Stelle jetzt anbratet und für euer Sandwich verwendet, das bleibt völligst euch überlassen. Ich habe jetzt hier 8 Scheiben für ein Sandwich genommen. Das langt mir, aber ihr könnt natürlich auch 10 oder 12 nehmen für ein Sandwich. Das bleibt völlig euch überlassen, liebe Leid. Jetzt warten wir ein bisschen, bis der Bacon ausgelassen ist. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus. Und was natürlich bei so einer Plansche auch passieren kann, ist, dass der Bacon kleben bleibt. Ist aber jetzt in dem Fall überhaupt nicht schlimm. Das macht gar nichts. Den können wir jetzt auch einfach so ein bisschen zusammenschieben. Das passt schon. Das ist kein Fehler. Das ist einfach in Ordnung. Da kann mal passieren. Wie gesagt, das ist halt nicht. Das ist halt Grillen. Da kann mal was schief gehen. Das muss nicht immer perfekt sein. Ja, warum auch? Den Bacon, den nehme ich jetzt runter. Denn ich brauche eine freie Plansche, damit ich meine Apfelscheiben anbraten kann. Das ganze Rezept könnt ihr natürlich auch in der Pfanne machen, das ist ja gar kein Problem. Ich werde ja immer wieder mal gefragt, kann ich das auch auf dem Herd machen oder im Backofen? Natürlich, liebe Leute, ihr könnt alle Gerichte, die ich hier mache, auch auf dem Herd und in dem Backofen machen.
Außer Räuchern. Räuchern würde ich jetzt in der Küche nicht so empfehlen, aber ansonsten alles, was ungeräuchert ist und einfach nur gebraten ist oder gekocht ist oder wie auch immer, das könnt ihr sehr, sehr gerne auch in der Küche machen, wenn ihr keinen Grill zu Hause habt, weil warum solltet ihr auf diese Rezepte verzichten? Meine Apfelscheiben habe ich jetzt von beiden Seiten angebraten und natürlich haben die jetzt auch da ein bisschen das Fett vom Bacon aufgenommen. Das macht das Ganze nur besser. Oh, da ist mir eine Scheibe runtergefallen. Das ist bitter, das tut weh. Da habe ich ein bisschen Schmerzen jetzt in meinem Herz. Die arme Apfelscheibe. Und dann können wir zu unseren Zwiebeln kommen. Die werden nämlich jetzt auch angebraten. Und zwar mit einem schönen Sauerländer Butterflöckchen. Und liebe Leute, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und ihr habt diesen Kanal noch nicht abonniert, dann würde ich mich wirklich tierisch über ein Abonnement freuen. Vielleicht gebt ihr mir noch einen schicken, netten Daumen nach oben. Vielleicht drückt ihr noch die Glocke. Und vielleicht kommentiert ihr natürlich auch, damit wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Und bevor ich es vergesse, natürlich abonniert auch den Kanal von Sebastian, die Sauerländer Barbecue. Großartiger Kanal, großartige Rezepte, großartige Leute. Einfach nur großartig. So, die Zwiebeln sehen doch schon ganz gut aus. Ich mag es, wenn meine Zwiebeln noch ein bisschen bissfest sind, aber ihr könnt natürlich eure Zwiebeln so anbraten, wie ihr das gerne möchtet. Und bevor ich die Zwiebeln jetzt runternehme, werden sie natürlich auch noch ein klein wenig gewürzt. Als erstes gebe ich ein bisschen Zucker dazu, das ist jetzt brauner Zucker, damit die so ein bisschen karamellisieren können. Und dann kommt noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Wer mag, kann natürlich auch noch ein bisschen Knoblauchpulver dazu geben oder vielleicht noch ein bisschen Petersilie. Das bleibt jedem selbst überlassen. In dem Fall bleiben wir ganz klassisch und ganz simpel bei Salz, Pfeffer, Zucker. Dann werde ich jetzt das Ganze noch ein bisschen vermengen. Und dann sind unsere Zwiebeln auch schon fertig. Und es sieht richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, es riecht hervorragend. Ich liebe gebratene Zwiebeln. Das ist einfach nur großartig. Ich packe jetzt die Zwiebeln zurück in diese wunderbare Schüssel. Denn wir müssen ja unser Sandwich jetzt irgendwie zusammenbauen. Aber das mache ich dann an der dänischen Holzhütte. Und während ich die Zwiebeln irgendwie einzeln in diese wunderbare Schüssel packe, möchte ich euch mal einen kleinen Funfact erzählen. Wollt ihr ihn hören? Ja, schön. Also, und zwar bin ich allergisch gegen Äpfel. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, Moment mal, der ist allergisch gegen Äpfel? Warum macht er ein Sandwich mit einem Apfel? Das hat nämlich einen guten Grund. Ich bin nämlich nur allergisch gegen rohe Äpfel. Sind sie in einem Kuchen gebacken oder sind sie irgendwie gebraten, also bratapfelmäßig oder so, dann kann ich sie essen, dann passiert nichts. Esse ich einen rohen Apfel, dann Prost Mahlzeit, dann könnt ihr mich ins Krankenhaus fahren, denn dann wird es richtig unschön. Kommen wir aber zu unserem Sandwich. Ich habe in dem Fall Panini-Brote genommen. Ihr könnt aber auch Toastbrot nehmen. Also alles, was man ein bisschen platt drücken kann, könnt ihr dafür nehmen. Und ich habe als erstes ein bisschen Käse draufgegeben. Dann Speck. Jetzt kommen die Äpfel. Und dann kommen die Zwiebeln oben drauf. Wie viel ihr jetzt von allem drauf macht, liebe Leute, das bleibt natürlich euch überlassen. Am Ende vom Video werde ich euch die Rezeptangabe für 2 Sandwiches geben. Wenn er natürlich sagt am Ende, hier, das ist mir zu wenig Zwiebeln für 2 Sandwiches oder zu wenig Käse oder was auch immer, könnt ihr natürlich die Menge auch erhöhen. Das ist gar kein Problem. Jetzt kommt nochmal ein bisschen Käse oben drauf, denn das Ganze heißt ja Käse-Speck-Sandwich. Dann kommt der Deckel oben drauf, dann drücke ich das Ganze nochmal ein bisschen platt und dann gehen wir nochmal zurück zum Grill. Liebe Leute, ich habe an dem Tag ganz schön Kilometer geschrubbt, das könnt ihr mir aber glauben, du. Mir haben die Füße am Ende gequalmt. Und wir legen das Brot jetzt auf die Plansche drauf und da sind noch die ganzen Aromen drauf. Vom Fett, vom Speck, vom Apfel, von der Butter, von den Zwiebeln. Großartig. Und Achtung, liebe Leute, jetzt folgt ein bisschen Werbung. Ich beschwere das Ganze mit einem Burger Smasher und zwar von Moesta. Ich guck mal beim großen A, ob es den da schon gibt. Dann verlinke ich euch das mal da unten. Ansonsten setze ich euch den Link von Moesta oben drauf. Damit kann man wunderschöne Burger machen, aber auch so ein Panini-Brot beschweren. Wenn ihr sowas nicht habt oder wenn ihr euch sowas nicht kaufen möchtet, dann könnt ihr auch eine relativ schwere Pfanne nehmen. Also am besten eine Gusspfanne, das geht auch. Das Brot ist jetzt warm und ein bisschen knusprig
Und dann können wir jetzt aber auch schon dazu übergehen, das ganze Ding gleich zu essen. Oh, schaut mal, da ist Polly. Sagt Hallo zu Polly. So, ich schneide es mal für euch in der Mitte durch, damit ihr auch gucken könnt, wie das aussieht. Schaut es euch an. Ist das nicht beautiful? Ja, liebe Leute, das ist very beautiful. Ja, ich bin mir fast sicher und Polly ist sich auch sicher, dass ihr das gerne mal nachmachen möchtet. Und damit ihr das könnt, braucht ihr natürlich folgende Zutaten. Ihr braucht Sandwichbrote, in dem Fall war es Panini, ihr könnt aber auch Toast nehmen, Butter, Zwiebel, Apfel, Käse, Bacon, braunen Zucker, Salz und Pfeffer, liebe Leute. Was soll ich jetzt sagen? Nix, denn jetzt wird probiert. Und hier ist es, dieses hervorragende Käsespeck-Sandwich mit diesen wunderschönen Apfelscheiben. Ich will auch gar nicht lange reden, denn Sebastian hat, glaube ich, Hunger. Du hast heute noch nicht gefrühstückt, Nein, oder? Wir haben noch nicht gefrühstückt. Nee. Wir haben nicht gefrühstückt. Also weder der Daniel hat gefrühstückt, noch ich habe gefrühstückt. Und genau. Deswegen gibt es jetzt ein Käse-Speck-Lapier-Sandwich. Ja, es sieht schon ganz gut aus. Ne? Es sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Ich bin gespannt, weil ich habe sowas noch nie. Ich meine, ich habe schon mal gehört, so Speck, Apfel und Zwiebel, das soll ganz gut sein. Aber ich habe das so persönlich noch nie probiert. Weil die Brötchen sind übrigens großartig. Ja, wenn man sie das so sind auf Paninis. Das sind Paninis. Ist mega. Aber es gibt einen kleinen Fun-Fact. Ich bin allergisch gegen Äpfel. Aber nur, wenn sie roh sind. Also, wenn sie quasi vom Baum kommen und da beiß ich rein, dann bin ich tot. Hm. Sind sie aber gebacken, gegrillt? Wenn ihr also sehen wollt, ob der Daniel dieses Experiment überlebt, dann bleibt ihr noch eine Weile weiter. Ja, ich hoffe es, aber nicht. Wir essen einfach. Auf dein Wohl. Ja, Mahlzeit. Oh. Das schmeckt wirklich richtig, richtig lecker. Salzig, süß, käsig, Panini nicht. Ich finde, der Apfel, der macht das irgendwie besonders. Ist aber auch nicht zu dominant. Nee. Ich finde, man schmeckt den eigentlich gar nicht so richtig raus, aber dennoch schmeckt man, dass irgendwas anders ist. Das schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Auch mit dem Speck. Wer jetzt sagt, ah, da kann mehr Speck dran, macht einfach mehr Speck dran. Aber so wie das hier ist, ist das schon sehr gut. Ich finde es auch also, mega. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Das solltet ihr unbedingt mal probieren. Vor allem ist das eine schnelle Nummer. Ne? Ihr braucht ja gar nicht viel dafür. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe gar nicht so eine Presse, um das dazu, nehmt aber eine schwere Pfanne. Genau, liebe Leute. Und damit ihr das Ganze nachmachen könnt, ihr wisst Bescheid, ihr müsst abschalten, aber vorher. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. Das ist wirklich lecker. Mhm. 'Cause I've been running this world without you. No other.